So einfach, dass man mal Da ist ein so Redstone. zwei, drei Steinäxte hätte, weißt Ist denn hier ich Holz? eine Idee, was Ah, ich da mache. denke. Guck mal. Hier ist Natur, da ist schon mal eine Steinhacke drin. Dann kriegst du gleich von mir noch ein paar. Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Nee, warte mal, das passt ja nicht. So. Oh, Mal oben noch meine eins Tür breiter werden, voll. ne? Ja. Guck mal. Weil wir springen hier Geh nach nochmal oben. bitte an die Truhe. Deswegen mache ich hier jetzt Jetzt sind zu. 16 Stück drin. Zwei. Okay, passt. So viel Platz habe ich leider nicht im Inventar. Schon schwer ist es. Doch nicht. Dann such dir Kühe und Leder. Genau, wir brauchen Kühe, auf jeden Fall. Wir brauchen Bücher. Wir brauchen dringend Bücher. Ihr kriegt ganz viele Bücher, aber vorab muss ich das Ganze erstmal bauen. Ihr wisst schon. Boah. Hier ist ein Loch in der Schlucht. Nein. Oh doch. Oh doch. Oh mein Gott. Bin mal gespannt, wann wir das erste passende Buch kriegen. Oh, das wird dauern. Kennen wir ja nun inzwischen. Ja, obwohl, ich hatte das Gefühl, beim letzten Mal ging es recht schnell. Ja, mal schauen. Ich meine, gut, geht ja auch alles mit dem Farmen und so schneller, als wenn man jetzt alleine hier durch die Gegend gimpelt. Aber wir sollten, wenn wir zwei Kühe finden, die mitbringen und züchten, eventuell wegen dem Leder für die Bücher. Wäre eine Option. Ja. Und dasselbe auch mit Hühnern. Schick mal deine Rotus? Freundin bitte hoch. Was? Wie? Wo? Manus Freundin hochschicken. Ja, habe ich ausgerichtet. Hat bis jetzt irgendwer irgendwo irgendwie mal einen Gummibaum gesehen? Nein, gar nicht. Ich gehe jetzt gleich los. Ich will erst die Farm bauen und dann gehe ich los und hole Gummi. Ja, gib Gummi. Ei, sicher, Chef. Gib Gummi beim Gummi holen. Chef. Wie sich das anhört, ne? Super. Mein Oh, Herr. Chef, ich gehe sofort. Chef. Bleib stehen bleiben. Du mit dem Holzschwert. Reicht dir das? Ja, reicht ja. Für den Fall, dass du nicht weiterhin nicht reden möchtest, du darfst auch Schreiben. gerne schreiben. Obwohl Reden natürlich eine Option ist. Ja, reden ist durchaus eine Option. Ich muss nur gerade, mir fällt gerade auf, ich habe das gar nicht auf Aufnahme gestellt. Ich muss mal die Helligkeit hochdrehen, ansonsten sieht man hier nachher nichts. Stimmt, wo du es gerade Ui, sagst. ui, Ich gehe mal, böse. das ist nur so hungrig. Ja, bring mir auch was zum Essen mit. Ich habe auch nur noch 3 Keulen. Oh, Ja, ich habe oh, nur oh, 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 Einen Apfel gibt's noch, Männer. Im Ganzen. Haben vielleicht ein bisschen angesabbert, aber ansonsten ist er noch ganz frech. Angesabberte Äpfel, super. Was frech ist der? Ich werde Apfel. sterben. Ja, es war so klar. Hör ja schon Und auf, wir mit haben Dialekt zu wieder sprechen. unseren täglichen Spellmoon Diet. Ja, bombastisch. Ah, Aber ich muss da aber zurück. nicht ohne Creeper. Ja, super. Es springt er mir direkt Achso. ins Gesicht gleich wieder. Der kam dann hinterher. Okay. Aha. Jetzt hätte ich gedacht, wir würden ein zweites Mal noch hinkriegen, aber knapp. Wäre fast, hätte fast funktioniert gerade. Yippie! Meine ganzen Zuschauer hocken schon da und jubeln und Genau. schreien. Ja. Jetzt übertreibst du es aber. Ey, Scheiße! Ich will mein Zeug wieder! Wozu sammle ich denn so Ewigkeiten auf? Verdammte Axt. Hast du noch ein paar extra, kannst du ja ein paar nehmen. Ja, toll. Ich will aber mein Zeug wieder haben. Nicht meine Äxte. So. Wo? Ja, hier, Du hast doch hier. ganz viel Erde bestimmt, oder? Erde? Ja. 42. Schmeiß die mal gerade raus, danke. Juhu! Er steht ja schon wieder dort. Ja, na klar, weil mir hier keiner hilft und ich kein Schwert und nix habe. Hätte ich Weißt ein Schwert, würde ich dir du? Wir helfen. gammeln Hab die ganze keins. Zeit mit. Wir gammeln die ganze Zeit ohne Schwert rum. Voll witzig. Auf jeden Fall, du hast es so einen lieben Zuschauer, der immer deine Kills aufschreibt. Der ist heute richtig beschäftigt. Ja. Der Infocraft.
Crafter, genau. Infocrafter, ich glaube ja. Der Kleine wird wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang fluchen. Ja. Weil er richtig schreiben muss. Ja, die Folge. Boah, hast du jetzt ein Schwert für mich, bitte, weil ich, ich crafte mir jetzt selber eins, ist mir egal. Gib ihm doch mal ein Holzschwert. Warum Holzschwert? Ich gebe ihm ein Sticky. Holz, Schwert, ich mache mir jetzt 4 Stück. Dann geh ich mach dir doch Stein. Nein. Jetzt habe ich Holz. So. Jetzt bekommst du erstmal auf die Nase, nachdem ich mir gekillt hast. So. Mit dem Apfel schön auf die Kauleiste. Da hast du dich jetzt aber wirklich zurückhalten. Ja, habe ich auch. So. Das war auch so ein bisschen verständlich, oder? Da kommt gleich der nächste Creeper, weißt du? Wenn es so weitergeht, muss ich Stein essen. Ja, ich bin schon am Machen und am Tun, aber Hexen kann ich nicht, Männer. Ich habe einen Apfel zur Verfügung. Wer den haben will, kann gerne haben. Haben wir schon ein bisschen Titan? Aber schon verarbeitet. Wir haben bestimmt schon irgendwo Titan rumliegen. Ach so. Riff, kommst du hoch? Kriegst du meinen letzten Apfel? Na komm her. Boah, das gibt's doch nicht. Oh, also heute sind aber die Skelette bösartig. Was für eine Schussbohrenrate hat der? Ja, ja, ist echt übel, aber das haben sie doch geändert. Der schießt normalerweise ein Pfeil in 10 Minuten, jetzt schießt er 30 in 10 Sekunden. So, ich hab jetzt gerade mal... Oh, haben wir ein Dorf in der Nähe? Ich hab hier einen Dorfzombie. Schön züchten. Da kannst du ein Dorf mit aufbauen. Mit Dorfzombies? Ja. Da gibt's doch Tränke. Da kannst du es doch zurückverwandeln. Und dann fangen die an, selbstständig ein Dorf zu gründen. Okay. Oh, der Creeper hat Kohle gefunden. Du bist gegen Creeper. Aha. Mal der Liebe. Will sich jetzt bei dir entschuldigen. Aua. Hallo, Creeper. Der wollte sich Tschüss, ziemlich Creeper. Explosiv bei mir entschuldigen. Ja, Feuerwehr. Ich will jetzt auch einen Creeper essen. Ich glaube, der Server ist auf hart gestellt, kann das sein? Eigentlich nicht. Oh doch, du hast ihn doch letztes Mal auf hart gestellt. Kommst du hoch? Ja, merkt man Also wenn der hart ist, Manu? Schon dreimal auf hart. Ja, ich hol mir bloß ein bisschen was ab hier. Komm einfach mal hoch, dann kriegst du direkt mal 2 Äpfel von mir. Ja, wenn ich... Was wenn ist ich, das? Wenn ich oben find... nee, ist nicht auf hart gestellt. Ich vermute normal. Ja, ich würde jetzt auch mal normal gerade tippen. Ab wann hat man noch 5 Leben, wenn man hungrig ist? Bei Easy. Easy. Dann genau weißt du, welchen Modus du eingestellt hast. Aber wegen den Creeper-Explosionen, die Radis sind total riesig. Also die Löcher, die sie in den Boden reißen, sind echt... Also das müsste man auf jeden Fall auf hart umstellen. Ja. Eigentlich wäre das wirklich eine sinnvolle Sache. Nur mal zur nächsten Aufnahme stellen wir auf hart um. Nee, ich reboot jetzt den Server nicht hier so zwischen Baum und Borke. Beta und so, ne? Nein. Schade, dass man keine Setzlinge essen kann. Ja, genau so dachte ich mir. Nein. Genau. Oh, jawohl, das Skelett hat den 4. geschafft. Hm. Direkt vorne dran. War es immer das gleiche Skelett? Wahrscheinlich. Wäre jetzt die Frage. Vielleicht hat er Ben den mitgebracht. Von seinem anderen Spiel. Jetzt kriege ich auch. Ja. Auf den Sack. Aber der hat Pfeil und Bogen und kein Messer. Tja. Manchmal darf ich ihn nicht reinbeißen? Ja, wo steckst denn du überhaupt? Ja, ich habe jetzt endlich einen Ausgang gefunden. Einen Apfel habe ich noch. Schön. Hier ist auch Holz, wenn es gehen geht. Du würdest momentan also quasi alles essen, ja? Ja, ich Weiß bin der auf 0,0. Ja, komm her. Nein, ich beiß mich nicht in dieses Teil, weil ich da nicht hinkomme. Ja. Sind nur noch gefällt, dass mal andere das klaut.
Oh, das ist ein grüner Ei. Lauf weg! Wieso denn? Weißt du, er isst gerade einen Apfel und dann macht's bumm. Habe ich seit neuesten Angst vor Creepern? Na komm her. So, Stromversorgung nehmen wir Geos, nehme ich an, ne? Ja. Schau mal, Philipp, was ich in der Hand habe. Ich habe meinen Titan. Eine Ecke einrichten, sehr sinnvoll einsetzen können. Ja, aber ich habe vielleicht sollte man das im Keller machen. Wer tot? Deswegen suche ich ja auch gerade Äpfel. Hast du eine Axt? Ja. Kannst du mir auch eine machen oder hast du vielleicht zwei? Nee, vorne Kiste sind noch welche. Jungs, habt ihr Erde dabei? Nein. Warte. Habt ihr nicht? Ach, wir brauchen schon Erde. Wenn wir einen Stack Diamanten haben. Kommt noch. Wir werden noch steckweise Diamanten abgraben. Da kommt ein Lebensmittel gelaufen. Gib mir mein Lebensmittel. Jetzt dreht er aber ganz durch, oder? Danke. Okay. So, jetzt ist er auch Zombiefleisch. Ja, jetzt esse ich auch Zombiefleisch. Du wirst es kaum glauben. Nein. Ich muss mir mal das Haus angucken, damit ich weiß. Also, du weißt, was du weißt. Ah, das ist ein Apfel. Weißt du jetzt schon, wie du vom Haus in den Keller möchtest? Ich bin schon treppenhausmäßig was. Nee, nach unten noch nicht, nur nach oben ist jetzt. Oh, wir haben. Ja, dann kann man noch den gleichen Weg nach unten. Wo denn? Ja, Müll. Kann man grundsätzlich machen, ist in der Ecke hier. Also, wenn jetzt. Ja, ich sehe es, ich bin oben. Dann müsste man sich von oben mal runtergraben, damit man sieht, wo es und ist. Und E. Weißt du, wo die Maschinen hin sollen? In welcher Ecke? Also oh. Sprich die Küche? Nee, nicht wirklich. Verdammt, weil wir da drunter ja auch gleich ansiedeln müssten. Wo haben wir denn da, wo ich ja trink. Um die Kabel so kurz wie möglich auf zu halten. Auf minus 90 ja. Plus 57. Also ganz in der Nähe. Ja. Gut. Mach mir erstmal eine Axt. Könnten hier nicht schöne, rosane Lieblinge rumlaufen? Rosane Lieblinge? Schweinchen? Bildkühl. Ja, der, wo man halt reinbeißen kann. Wolle kann ich nicht essen. Nee, Wolle ist. Wie wär's mit einer Pilzkuh? Oh ja. Pilzsuppe wäre auch gut. Hast du schon Fliegenpilz gesehen? Leider noch nicht. Bleib mal in Sumpfbiom, vielleicht findest du was. Ich hab einen Apfel. Ich mache ja auch total die spannende Aktion eigentlich, weißt du? Ihr seid da, okay, gut. Die Schlacht mit dem zweimal sterben gerade, oder waren es sogar dreimal? Nein, zweimal. Ich glaube, meine Leute haben sich mehr gelangweilt. Wer ist denn gerade im Luft Keller? Ich hatte das Glück, der Küppers. Ah, nein, hast nehmen wir auch, ja. Eine Nahtoderfahrung nennt man das doch, oder? Ja, wenn es passiert wäre, aber ich schlief noch. 1, 2, 3, 4, 5 und schon gibt's einen Hahn. Ein Hahn? Ein Hahn. Halber Hahn. Ein halbes Henkel? Cool. Hätte ganz zwei. Oh, jetzt hört auf, ich krieg Hunger. Und für was braucht man den Hahn? Für Gummi? Mhm. Hast du welche? Genau, darüber verstehe ich gerade. Ja, sehr schön. Ja, auch schön. Jetzt muss dieser liebe Baum nur noch einen Setzling fallen lassen. Wie gesagt, bitte die Kane lassen. Das geht aber schlecht, wenn man das Holz stehen lässt. Ja, dann bau es ab komplett. Was? Hast du Verdauungsprobleme? Wollte ich auch gerade fragen. Ich bin einfach mal spontan vom Dach gesprungen. Und direkt neben mir gelandet. Ich habe mich vielleicht ein bisschen erschreckt. Warum machst du das? Na, Sprung. Achso, das klingt eher wie, wenn meine Wenigkeit morgens um halb
Das acht ungefähr keiner von der Arbeit kommt. Nein, das wollen wir jetzt nicht wissen. Piep. Und vorm Schlüsselloch steht und den Schlüssel nicht reinkriegt. Ja, ja. Wer glaubt's mir? Niemand. Ich glaube, das kauft dir so keiner ab. Ah, shit. Aber versuch was wert. Fail. Nö, alles schick, alles schick, alles schick. So. Und wieder hoch. Also die Insel hat ja viele Tunnel. Könnte sein. Ach du Scheiße. Oh, Entschuldigung. Hat eigentlich schon mal jemand nachgeguckt, ob die Insel auch zwei Berge hat? Eine Insel mit zwei Bergen in dem tiefen weiten Meer mit vielen Tunnels und Gleisen im Eisenbahnverkehr, ne? Also genau. Irgendwie kriege ich das mit dem Placement der Treppen noch nicht so ganz auf die Reihe. Unten setzen, unten setzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch da bin. Ich brauche eh noch Treppen. Ich baue mir einfach so eine Bautreppe ran. Und dieser liebe Baum, der hat keine Lust, einen Setzling fallen zu lassen. Natürlich. Was hast du denn gedacht? Mein Schiff geht jetzt einfach kaputt und sagt, hallo, hier bin ich. So. So. Jetzt komme ich wenigstens hier wieder hoch. Für den Fall, dass unten am Boden jemand Treppen findet, kann er behalten. Juhu. Oh, da sind noch mehr. Ja, hallo? Wen schlachtest du denn jetzt schon wieder ab? So. Treppe nach unten vom Haus aus haben wir schon mal. Ich habe einen Setzling. Juhu. Kannst du mal die Treppen da aufheben, die da rumliegen? Jo. Danke. Wir eigentlich mehr. Das heißt, wir haben einen etwas gesichteteren Gummivorrat. Sebi, wo bist du? Ich turne gerade ziemlich hat hoch. Hat jemand massig Gummi Gummi sag ich. Bist du auf dem Haus? Ja, ich bin auf dem Haus. Mehr Erde. Ja. Ah, die Konstruktion da hoch sieht interessant aus. Ja, es ist halt eine Treppe. Komm mal her, ich habe ein Geschenk für dich. Geschenke sind immer gut. Oh! Dass du nicht so schnell stirbst. Der Baum übertreibt's aber. Ein Traum. Warum? Ein Traum. Gesundheit. Ja, Rüstung. Der zweite, einen. Der dritte, zwei. Und ja. Das auch noch mit Blätterabhaken. Optimal, würde ich sagen. Bring aber das Holz bitte mit. Hat jeweils immer ein Gummi mehr. Ich glaube, Drake hat noch nie mit Industrial Craft gespielt. Ja, hat er auch noch nie, deswegen sage ich es. Und was magst du, wenn ich ihn stehen lasse, weil er so viel Harz dran ist? Oh, der Harzbaum. Wow. Laufe ich hin und. Ja, oder Harz Kautschuk. Harz 2 oder Harz 3? Kautschuk besser. Harz 5. Ist der Harz 5 Baum, okay. Ja, gut. Harz 5 ist die italienische Methode. Ah. Ich schon Mille mehr, ne? So. Mal meine ganzen fallen gelassenen Treppen hier einsammeln. Mal wieder. Na, der linke Kiste hab ich dir auch welche reingepackt. Sehr schön. So. Oh. So, ich sehe das schöne Tannen. Ich geh mal wegen schwimmen. Du siehst Tannen? Ich sehe Tannen. Boah, wie weit bist du denn weg? Ich bin momentan auf plus 7, minus 150. Oh, das ist gar nicht und jetzt so weit. Und jetzt sitze ich im Boot. Ich habe noch drei Geschenke zu vergeben. Lieber. Philipp? Jo. Eine Ohrfeige, zweite Ohrfeige, dritte Ohrfeige. Danke dir. Bitteschön. Mortus, wo bist du?
Ich bin hier im Treppenhaus, im Haus. Okay. Da ist man instant happy und fühlt sich um einiges sicherer. So, Protus. Ja, aber ohne Hunger, ohne einmal, was zu essen, bringst du auch nicht viel. Einmal und nein, nicht viermal. Dankeschön. Bitteschön. Ich hoffe, dass ich hier, ich wollte gerade sagen, ich bin voll, ich kann es nicht aufnehmen. Dann schmeiß mir ein bisschen Kabel oder irgendwas. Ja, hallo, Schweinchen. Ich hab dich zum Fressen gern. Okay. Perfekt. Bitte. Wer hat noch nicht? Nett? Ben? Ja? Wo bist du? Auf dem Feld. Feld? Hinterm Haus. Ach, da. Hier ist aber nicht dieses drei breite Feld, oder? Ach, da. Ah, das drei Feld. Dann komm mal her, dann kriegst du jetzt auch Geschenke von mir. Meinst du, das steht meiner, zu mir wegen meiner Haarfarbe? Ja, definitiv. Okay. Gelöbt. Sieht schick aus. Blau und das Orange, das sieht echt gut aus. Ja, ist ja gerade in. Colorblocking und so. Bitte was? Ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß. Ich habe zwar unseren größten Teil vom Kupfer und Zinn verbraten, aber das war's wert. Wollte ich gerade sagen, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir wenigstens dafür überleben. Das bin ich mir bei mir momentan immer sicher. Oder ich falle einfach in Lava und die Sache hat sich komplett erledigt und wir ärgern uns. Also wie immer quasi. Also nur, du ärgerst dich, mich alleine ärgern muss. Uns. Oh, mein Schatz hat Betten gebaut. Ah, sehr schön. Wie viele Betten haben wir denn? Die dürfen übrigens ins Obergeschoss. 6 Stück. Also dann außer sie ist designtechnisch gegen Betten im Obergeschoss, kann natürlich auch sein. Ja. Schatz, die Maus, guck mal, bleib mal da. Vielleicht gibt es auch ein schlechtes Karma oder so. Ja. So. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall stehe ich wenigstens im Trockenen. Ich kann erst noch sprechen. Ja, ab und an. Wie viele Maschinen müssen denn oben im Haus sein? Also ich denke, erstmal für den Anfang werden wir 5 brauchen. Ja toll, jetzt wächst ein Baum an meiner Treppe. Oder verlagern wir direkt alles im Keller runter. Nee, ich würde sagen, also... Ich würde sagen, es ist gar nicht so unsinnig, wenn wir die wichtigen... Baum an der Treppe. Danke. Die wichtigen Sachen... gleich. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir hier die Stirnseite nach Osten hin. Da sind würden 9 Maschinen hinpassen. Ja, das ist doch die ganze perfekt. Länge. Also viel mehr werden wir definitiv nicht brauchen. Dann klopfe ich da mal den Boden raus. Ja, klopfe. Und darunter platziere ich dann die Möglichkeit der Stromversorgung. Muss so ein bisschen extern machen, ne? Jetzt haben wir ein Andy hier im Haus. Ich kümmere mich mal drum. Der Kampfexperte. Hat er sich rausgebeamt oder nach oben? Und nach dem Rausbeamen kann er nicht mehr weiter, weil es regnet und dann verschwindet das. Oder hat sich nach unten gebeamt, kann auch sein. Ne, hier unten ist ruhig. Na gut. Dreimal auf die Füße hat er sich nicht gelangt. Und verkloppt, ihr arme Kinder. Was? Was arme Kinder? Andy. Alle Hänseln in meiner Schule, weil er der so einen großen Eierkopf hat. Passt. So. Also mit dem Dach wäre ich dann auch fertig. Wie lange dauert es denn noch, bis wieder Tag wird? Oh, ein bisschen. Aber da wir durch den Regen gerade auch nicht so viel sehen... Baby, ich soll dir sagen, dein Haus ist unsymmetrisch. Willst du mich verarschen? Nein, oben, die Betten. Platzier mal 7 Betten symmetrisch. Ja, an der Stirnseite. Hier. Oder du platzierst meins hier. Guck
Guck mal, wenn du eins in der Mitte platzierst. So. Schlaf mal ein. Und Sebi kriegt einen extra Platz. Der muss alleine schlafen hier. Nein! So. Geh weg. Nein. Ich will mein Bett hier. Guck mal, wer da draußen rein will. Oh, da ist er runtergefallen und gestorben. Oh. DP! Ah. Ich weiß nicht, aber mich lässt er in Ruhe. So. Ich schon wieder zwei Versicherungsverträge. Ja, die Versicherungsverträge sind immer ganz heikel. So. Ja, ein Grund und ein Blau, genau vor dem Manu. Hä? Was? Wo? Versicherungsvertreter. Ich habe noch mal ein wenig Sand zum Schmelzen für Glas reingeschmissen. Also wir brauchen ja noch ein paar Scheiben oben. Und dann würde ich gerne im Obergeschoss noch einen Balkon anbauen. Ja, das schaut gut an. Habe ich mir auch gerade gedacht, hört sich gut an. Nämlich das hier. Ja, das auf jeden Fall. So, ich mache mich mal auf die Suche nach ein paar Diamanten. Bin natürlich Kaugummi-Zigaretten, nicht, dass ihr Kinderchen auf falsche Ideen kommt. Nee. Also. Fangt niemals mit dem Rauchen, kostet zu viel Geld. Geht voll auf die Gesundheit. Und ja, eure Eltern haben wirklich recht. Und es ist vor allem total uncool. Ja, inzwischen uncool. Ist es wirklich uncool. Wow. Ich werde direkt von einem Skelett angegriffen. Kannst jetzt nicht sagen, da machen sie es weil du absichtlich bist. Und man bekommt so eine alte, kratzige Stimme wie Ben. Hallo! Ja. Also das heißt dann ganz viel trinken, ganz viel andere Dinge mit jungen Frauen machen und ganz viel rauchen, dann kriegt er die Stimme wie ich. Genau. Klingt fast wie John Cocker. Joe heißt der Typ. Joe Cocker? Ja. Aber ist gut, okay. Gut, Joe Cocker. Ist okay. Solltest du als alter Rocker eigentlich wissen. John Cocker. Ich kenne Jimi Hendrix, das reicht. Oder Billy the Kid, Sammy Arm. Das sind Größen. Ich liebe es ja, auf irgendwas im Ofen zu warten, gebe ich ja ehrlich zu. Gitarre wie jeder andere. Ja, ich muss die ganze Zeit auf den Park warten. Ja, das ist ein anderer Ofenbaum. Warum? Oh, so. Ah, hallo Grüne. Was ist denn hier mit unserem Vorrat und so? Ja. Essen, bla. Meister des Essens. Ja, es wächst und gedeiht. Sehr schön. Mir kommt da gerade mal eine Idee. Sekunde. Ich bin mittlerweile Selbstversorger. Ja, das ist natürlich hier sehr sinnvoll. Lang regnet es eigentlich schon? Lange. Viel. 10 Minuten? Lange. Ganze Nacht? Ja, einfacher wäre, wenn wir uns alle jetzt schlafen gehen. Ach was, das ist super, dann wächst alles schneller auf dem Feld. Ja, komm, legen wir uns alle schlafen. Ist doch eine gute Idee. Genau. Genau, vor allem Drake legt sich schlafen im Dschungel. Irgendwo. Irgendwo. Genau, und vor allem neben der Spinne gerade. Ja. Ja, da liegt sie, glaube ich, besonders gut. Haben so. Wir schon schwarze Tinte? Nee, ne? Nein, die Herren aus dem Wasser haben noch keine Lust gehabt. Ich habe schon welche gesehen. Vorhin. Direkt bei Aufnahme anfangen. Ups. Oh. Ja, hier hinter mir sind ganz viele. Ansonsten muss ich mal gucken. Oh, ich sehe die Morgenröte. Oh, sehr schön. Die rote Morgenröte. Ihr wolltet pennen gehen, ist klar. Ich versuche Kakao mitzubringen. Oh, wäre gut. Eins bräuchte man ja. Dann kann man vervielfältigen ohne Ende. Ja, dann gibt's schöne. Ah. So, Krikekse. Du musst nochmal in die Schule. Das war daneben. Was? Ja, ein Skelett hat gerade. Meiner muss auf mich schießen. Light Blue kriegen wir auch nicht zusammen, ne? Light Blue? Was möchtest du denn basteln, bitte? Bitte hör auf zu regnen. Ja. Ich möchte farbigen Boden basteln. Dafür brauchen wir aber die extra Blocks. Und dafür Light halt Farbe Blue ist doch kein Thema. Lapis Zamme? Oder dann haben wir noch kein Lapis? Doch, Lapis Sabon. Und Bone Meal müssten wir ja auch haben, oder? Ja, und Papier bräuchte ich auch. Hat jemand Karotten?
Ich habe hier so orange Essensspender, aber leider nicht das nötige Mitbringsel. Ah, Lapis haben wir sogar. Also Karotten habe ich bis jetzt noch keine gefunden. Aber wie soll ich auch Karotten finden? Ich baue ja die ganze Zeit im Haus.